Die RR-Episode hat begonnen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Ultramond. Und wir werden uns jetzt in dieses Schloss, in Anführungsstrichen, begehen. Rocket Schloss. Okay, hier ist einfach mal gar nichts. Oh nein, selbst diesen Raum haben sie verunstaltet. In diesem Zimmer verbinde ich so viele Erinnerungen. Die Spürtür zum hinteren Zimmer lässt sich nicht öffnen. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Lass uns fürs Erste zum Eingang zurückkehren. Aber es sieht schon geil aus hier, oder? Muss schon sagen. Eindringlinge! Ihr wagt es euch, uns in den Weg zu stellen? Wir sind Team RR, Team Rainbow Rocket. Niemand kommt uns ungestraft in die Quere. Ah, warte kurz, meine Beine zittern plötzlich so. Ich. Glaubst du wirklich, du könntest uns mit so einem miserablen Trick reinlegen? Dass ich nicht lache. Unser kleines Prinzesschen wird gleich ratzeputz aus dem Weg geräumt. Passt mal auf, ihr Knilche. Wormley? Ja, kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Hier kommt der große, böse Bromley. Hey, dich kenne ich doch. Du bist der Boss von Team Skull, diesem erbärmlichen Haufen Verlierer, der sich vor einer Weile aufgelöst hat. Die Prinzipien keine Ideale. Und so jemand besitzt die Dreistigkeit, in unser Rocketschloss einzudringen und so dazwischen zu funken? Tja, was soll ich sagen? Damit liegst du völlig richtig. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall, ein unbedeutender Nichtsnutz. Aber auch so jemand wie ich hat was, das er in seinem Leben beschützen würde. Und wenn jemand es wagt, sich daran zu vergreifen, dann mache ich ihn eigenhändig platt. Hey, Dusty, ich werde deine Hilfe brauchen. Okay. Radikal und Ibitak. So. Eine Schaumserenade. So. Und Schuss. Lamus 63, Magnezino 63, Blitzkanone. So. Ausgerechnet gegen diesen Abschaum von Team Sky sollten wir verloren haben. Diese Nilia steht ganz im Zeichen des Regenbogens. Team RR lässt sich von einem kleinen Kind und einem Hampelmann wie dem da unterbuttern. Sieht aus, als hätte man uns aus dem Weg geräumt. Bromley, danke für deine Hilfe. Bah, ich hab einfach nur zwei Nieten platt gemacht, die mir gewaltig gegen den Strich gegangen sind. Nichts weiter. Was ist, wollt ihr hier Löcher in der Luft starren? Ihr habt noch eine Menge vor euch, also los. In Ordnung. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Als Trainer habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ich konzentriere mich einfach darauf, dich zu unterstützen, so gut ich kann. Wenn du möchtest, dass ich dein Team wieder fit mache, schau im Zimmer weiter hinten vorbei, ja?
Links, rechts. Gehen wir mal rechts. Rot, blau, gelb. Ich mal mir meinen Sieg in den Farben des Regenbogens aus. So. Ein Golbat. So, Eistrahl. Super. Käufer auf Level 63. Mein Sieg ist in einer schwarzen Rauchwolke verpufft. Blau. Rot. Blau. Rot. Okay. Alles klar. Oh, hier ist ein Item. Ein Hyperheiler. Ich bin nur ein einfacher Hüppel, beachte mich gar nicht und konzentriere dich auf das Rätsel. Lol. Gelb. Rot. Blau. Grün. Gelb. Rot. So. So. Es kommt mein Einsatz. In meiner ausstrahlenden Pose werde ich deine Erinnerungsförmung außer Kraft setzen. Ja. Du Sack. Daneben, willst du mir nicht selbst eingefallen tun und einfach aufgeben? Du bist ein kleiner Sack, weißt du das? Grün, blau, blau, rot, grün. Der Typ, der macht mich wahnsinnig gerade. Nochmal. Gelb. Rot. Blau. Okay. Also so. So. Jetzt kommt er. Und jetzt so. Okay. Du hast das trotzdem. Du hast das Rätsel trotzdem gelöst? Im Glück mit meiner Pose muss ich dann wohl noch etwas arbeiten. Für. Warum sagen die denn nichts? Verstehe ich nicht. Blau. Grün. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Mal sehen, ob du dich hiernach noch an die richtige Reihenfolge erinnern kannst. Oh, wie gemein ist denn das? Alter Vater. So, Mondgewalt. Gelb, grün, blau, blau.
Gelb, grün, blau, blau. Sack. Blau. Nochmal. Blau. Grün. Blau. Boah, wer kann sich denn sowas merken, ganz ehrlich? So hätte ich das zumindest formuliert, wenn meine Pokémon noch einsatzfähig wären. Jetzt hier? Dachtest du wirklich, wir würden nur einmal versuchen, dich aus dem Konzept zu bringen? Oh, Alter, ihr macht mich fertig. Tentoxa. Mondgewalt. Schaumserenade. Hydropumpe. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Komm, greif doch mal an jetzt. So. Sechsundachtzig. Snoopilicat. So. Rot, gelb, grün. Gelb. Rot, gelb, grün, gelb. Das war jetzt... Was war jetzt rot? Oh, scheiße. Blau, grün. Also. So. So. Gelb, grün. Alter. Geh erstmal hier lang. Ein X-Angriff. Im Team Rainbow Rocket gibt es niemanden, der Slimer mehr mag als ich. Slimog.
Schaumserenade. Beleber. Psychokinese. Okay. Ich bin zwar ein riesiger Fan von Slimehawk, aber das heißt noch lange nicht, dass ich gut mit ihm kämpfen kann. Wir müssen langsam mal heilen. Oh. Das ist ja mal eine nette Überraschung. Brauchen wir aber nicht. Ach, das bleibt da? Ach so. Naja, dann müssen wir das besiegen. Schaumserenade. So, jetzt würde ich mich gerne heilen wollen. So. Okay. So, dann wollen wir mal nach oben gehen, zu dem oberen Teleporter. Top-Genesung. Was? Das Rätsel der leuchtenden Platten konnten die sich nicht aufhalten? Dann legt es jetzt an uns, deinen kleinen Ausflug ein Ende zu bereiten. Ein Apollo. Schaumserenade. Der Boss hatte mir nur eine einzige Aufgabe gegeben und ich habe ihn trotzdem enttäuscht. Dein Gedächtnis ist genauso beeindruckend wie deine Fähigkeiten als Trainer. Wollen wir doch mal sehen, wie du dich gegen mich schlägst. So. Hypno.
Donnerwelle? Nochmal. Okay. Am Ende warst du derjenige, der geprüft hat, wie ich mich schlage. So, erstmal mit Primarene erstmal hier heilen. Gut. Oh, Team Magma. Ich dachte schon, es wäre wieder dieser Plagegeist Fabian. Stattdessen muss ich erfahren, dass sein Kind für diesen Graf verantwortlich ist. Mein Name ist Mark, ich gehöre Team Magma an. Gerade als mein Plan Früchte zu tragen schien, wurde ich von einem Erdspalt verschluckt und an diesen Ort gebracht. Ich muss aber zugeben, mir gefällt es hier recht gut. Das Wissen dieser fremden Welt hat sich als höchst interessant herausgestellt. Früher oder später werde ich in meine eigene Welt zurückkehren. Aber bis dahin möchte ich diese Welt noch ein wenig näher an meine Idealvorstellung heranführen. Guado gehört nicht umsonst der Kategorie Kontinent an, weißt du? Mit seinen Kräften kann es den Magmafluss kontrollieren und das Meer austrocknen lassen. Bis schließlich die gesamte Welt aus einer einzigen Landmasse besteht. Je mehr Landmasse vorhanden ist, desto größer ist der Lebensraum aller Landbewohner. Dadurch würden jegliche territorialen Konflikte überflüssig werden. Kannst du dir das vorstellen? Eine Welt ohne Konflikte. Wäre das nicht eine ideale Umgebung für Menschen und Puppen gleichermaßen? Du hast also vor, dich mir in den Weg zu stellen. Das gleiche hat dieser Dummkopf von Team Aqua versucht. Ich kann einen Stubenkind wie die nicht erlauben, sich mir in den Weg zu stellen. Ich, Mark, werde dir zeigen, was passiert, wenn du mich aufhalten willst. Oh, interessante Musik. Team Magma Mark. Oh, Meisterballschmeister hier. Oh, schöner Remix aus den dritten Generationen. Geil. Bärchen. Ein X-Bat. Eistrahl. Okay. Lamus 64, Pilipper 63. Smogmog. Munition 64. Kammerrupt. Okay. Okay.
Yo, Growdon, alles klar. Jungs, wenn es sonst weiter nicht ist. Wo hat denn das Growdon jetzt auf immer her? Okay, läuft. Alles klar, Mann. Alles klar. So, Beleber. Das ist immer eine Aquavelle. Zen Kopfstoß. Alter. Dann packt er einen Growdon an, ey. Schaumserenade. Der Ding ist OP wie sonst was. So, machst du Aquarelle. Wenn du es noch überlebst. Alter Vater. Dann wisst ihr ja, was auf uns noch später zukommen wird. Ich, der große Mark, soll verloren haben. Okay. So. Der Herrscher über der Landmassen lässt sich von jemandem wie dir besiegen. Wie kommt es, dass du so geschickt mit deinem Pokémon kämpfen kannst? Es muss einen Grund geben, warum ich gegen dich verloren habe. Das willst du mir doch sagen, oder? So viel hätte ich mir denken können. Schließlich ist das hier nicht meine Welt. Wenn du tiefer ins Rocket-Schloss vordringen willst, solltest du dir zwei Bilder etwas genauer ansehen. Eines davon ist blau, das andere rot. Ich habe mich dem Ziel verschrieben, dir die Landmassen zu vergrößern. So entsteht nämlich mehr Raum für Menschen und Pokémon. Wie dem auch sei, hier trennen sich unsere Wege. Du hast einen versteckten Knopf gefunden. Willst du ihn drücken? Okay. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Ultramond. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht euch gut, haut rein Leute und ciao.